Ich freue mich, euch heute bei einer weiteren Folge der Christ Study Hour hier im Joel Media Studio in Weiblingen zu begrüßen. Wir werden heute das Thema Nummer 12 aus der Lektion besprechen mit dem Titel Der Bundesglaube. Das übergeordnete Thema dieses Quartals heißt ja die Verheißung Gottes ewiger Bund. Bevor wir jedoch anfangen, möchte ich gerne ein Gespräch sprechen ein Gebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, wir sind dir dankbar, dass du uns viele Verheißungen gegeben hast, aber die eine und all, allerwichtigste ist, dass du deinen Sohn gesendet hast, der auch am Kreuz gestorben ist für uns, der alle Sünden der ganzen Welt hinwegnimmt und auch unsere und dass dein sohn auch bald wiederkommt kommt um uns dorthin zu bringen wo auch du bist vater und wir danken dir so sehr dafür so bitte hilf und segne uns durch deinen heiligen geist amen die ganze bibel ist voll von verheißungen von gott an uns eine verheißung ist ja ein versprechen und versprechen sind verbindlich bei Gott trifft das ohne Ausnahme zu. Es gibt nichts, was Gott versprochen hat und nicht imstande ist, es einzuhalten. Und das ist schön, denn so wissen wir, dass wir uns auf Gott immer und zu jeder Zeit verlassen können. Gott ist treu und vieles von dem, was er versprochen hat, hat sich ja bereits erfüllt. Manches noch nicht, wie zum Beispiel die Wiederkunft Jesu. Die Menschen im Alten Testament wussten auch, dass ihre Sünden vergeben sind, obwohl Jesus ja noch nicht gestorben war, um alle Sünden mit ins Grab zu nehmen. Aber sie mussten im Glauben vertrauen. Und das ist genau das, was Glauben ausmacht. An etwas fest zu glauben, es als eine feste Zuversicht anzunehmen, obwohl man seine Erfüllung ja gar nicht immer gleich auch sehen kann. Der Bund oder der Glaubensbund, den wir heute betrachten, drückt ja genau diese Situation aus, in welcher der gläubige steht. Und so wie Gott verbindlich ist, so binden wir uns auch an Gott. Verbinden uns mit ihm, denn wir wollen ja, dass das, was er uns verspricht, in seiner Erfüllung auch sehen, wir wollen es erleben. Und das geht nur, wenn wir uns eben im Glauben auf Gott und seinen Verheißungen wir uns auf diese einlassen, in Beziehung zu ihm treten, einen Bund mit ihm eingehen, den er ja zuerst eingegangen ist, den er uns ja auch angeboten hat. Und da genau fängt dann das Leben an mit Gott und die Erfüllung all seiner Versprechen. Diese kann dann an unserem Leben auch für andere sichtbar werden. Und das ist das Ziel unseres Glaubens doch fangen wir nun an, ins Studium der heiligen Schrift zu gehen, um einige Verse genau zu betrachten und zu verstehen, wie diese Verbindung zwischen Gott und den Menschen aussieht. Natürlich können wir nicht alles, was darüber gesagt ist, heute hier besprechen. Es soll nur ein Abriss von einem ziemlich großen Thema sein und es ist schön, dass wir uns genau darüber Gedanken machen können, denn dieses Thema ist eigentlich das grundsätzlichste Thema der ganzen Bibel, dass sich in allen Themen der Heiligen Schrift widerspiegelt. Und wir tun gut daran, es immer besser zu verstehen, da dieses Thema mit unserer Erlösung zu tun hat. Lasst uns dazu Galater 3, Vers 11 lesen, der ja auch den Merkvers darstellt dieser Lektion. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Diese Aussage der Bibel ist eine der wichtigsten. Deswegen finden wir unzählige Predigten zu diesem Thema, Andachten und Abhandlungen. Doch was bedeutet das, der Gerechte wird aus Glauben leben? In unserem Merkvers für diese Woche können wir lesen, dass durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, was ja bedeutet, dass wir durch Werke, die das Gesetz für gut heißt, nicht gerettet sind. Also durch das, was wir tun. Sind wir nicht gerettet. Es ist der Glaube, der uns das Leben und hier eben, was mit ewigem Leben gemeint ist, schenkt. Der Glaube. Und diese Aussage: Der Gerechte wird aus Glauben leben, ist ein Zitat aus Habakuk. In Habakuk 2, vers 4 äh, ist das ein bisschen anders formuliert und steht in einem etwas anderen Zusammenhang. Das möchte ich euch gern auch vorlesen. Lasst uns dazu aufschlagen. Habakuk 2, vers 4. Siehe, der Vermessene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Hier also lesen wir, dass das Gegenteil von Glauben Vermessenheit ist und diese wird durch Unaufrichtigkeit beschrieben. Wir müssen nämlich verstehen, was Glaube wirklich bedeutet und wir können Glaube hier zumindest mal abgrenzen, um zu erkennen, was Glaube eben nicht ist. Das heißt also, wenn wir vermessen, und unaufrichtig sind, erhalten wir kein ewiges Leben. Und Glaube braucht immer Wahrheit. Das ist eine Bedingung für den Glauben. Paulus zitiert allerdings diese Aussage nicht nur einmal. Als er zu den Römern spricht, heißt es, und lass uns dazu Römer, ähm, Römer 5 aufschlagen. Ich habe mir das jetzt hier leider nicht notiert, aber ich meine, es ist Römer 5 und dort ab Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn es wird darin offenbart die Gerechtigkeit Gottes, aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Was können wir aus diesen Versen lernen? Zum einen, dass das Wort Gottes, das Evangelium, Kraft ist, und zwar die Kraft Gottes, die dem Glaubenden zum Heil dient. Und hier wird nicht unterschieden, ob es jemand verwendet, der bereits zum Volk Gottes angehört oder noch nicht. Das ist mit Juden und Griechen hier gemeint. Und es steht auch hier in Vers 17, wenn es heißt, aus Glauben zum Glauben, dass der Glaube nichts ist, was statisch ist, sondern ähm, der Glaube muss in einem Prozess verstanden werden. Einmal nun geglaubt und fertig, nee, so ist das nicht. Es geht immer weiter und durch das Studium der Bibel wächst der Glaube immer weiter. Und ich möchte mit euch einen letzten Vers betrachten, in welchem die Gerechtigkeit aus Glauben beschrieben wird. Und zwar, lasst uns genau diese wichtige Aussage hier im Zusammenhang mit Hebräer 10, Vers 38 nochmal behandeln. In Hebräer 10, Vers 38 steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben, doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Was ist hierin gemeint? Feige zurückweichen stellt hier ja das Gegenteil von Glauben dar. Und wir erfahren ganz genau, was hier gemeint ist, wenn wir den Kontext dazu lesen. Und dazu lesen wir Hebräer 10 ab Vers 35. So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat, denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird der kommen, der kommen soll und wird nicht auf sich warten lassen. Einen festen Glauben, also eine Zuversicht haben wir genau dann, wenn wir standhaft bleiben, im Tun des Willen Gottes dann erfüllt sich das Versprechen Gottes an uns. Und hier ist zum Beispiel das Versprechen der Wiederkunft gemeint, der einhergeht mit seinem Lohn für die Gläubigen, dass er das ewige Leben mit Gott ist. Das ist natürlich damit gemeint. Und in Vers 34, hier aus diesem Hebräer im Kapitel 10, lesen wir noch, da ihr wisst, dass ihr vor euch selbst einen besseren und bleibenden... Sitz habt. Also, wenn die Bibel über die Wiederkunft Jesu spricht, in diesem Zusammenhang, dann meint sie natürlich, spricht sie die Gläubigen an, die ja im Himmel oder beziehungsweise auf der neuen Erde, die ja hier eines Tages mal entstehen wird, einen bleibenden Sitz haben wird. Wenn wir also in Versuchungen geraten und auch Leid erfahren, so zeigt sich unser Glaube darin, dass sagt der text in dem wir festhalten und ausharren das zu tun was gott will das heißt aber nicht dass wir durch unser tun gerettet werden das will ich hier nochmal betonen nein die kraft haben wir ja vorhin schon gelesen kommt vom evangelium vom wort gottes wie wir ja im römerbrief bereits gesehen haben und unsere taten legen letztendlich offen machen das offenbar an wen wir glauben sie sind ein beweis dafür dass wir glauben und woher dieser Glaube kommt. Und Feigheit ist genau das Gegenteil davon. Das Gegenteil von Glauben und Ausharren im Glauben. Wer feige ist, der wird den Willen Gottes nicht tun, sagt dieser Text. Der gerechte aber, der wird aus Glauben leben. Denn das wird durch seine Werke sichtbar sein. Wenn wir wirklich an Gott glauben, dann hat dieser Glaube Auswirkungen. Und diese Auswirkungen sind sichtbar. Hier an dieser Stelle ist es wichtig, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch davor zu warnen, nicht im falschen Glauben zu verfallen und zu meinen, dass wenn ich allein an Jesu Existenz glaube, also wenn ich glaube, dass er existiert, dass ich dadurch schon allein gerettet bin. Und dazu möchte ich gerne einen Text mit euch lesen, der das sehr gut zeigt. Schlagen wir dazu unsere Bibel auf? Und lesen aus Jakobus Kapitel 2 ab Vers 14. Jakobus 2 ab Vers 14. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glaube, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, Geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige. Was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Du glaubst, dass nur einer Gottes Du tust recht, auch die Dämonen glauben und zittern. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Ich denke, dieser Text ist sehr deutlich, klar in seiner Aussage und einfach zu verstehen. Glaube ohne Werke ist nutzlos. Und wir lesen den Vers 22 hier aus dem Jakobus Kapitel 2 Text. Hier steht nämlich, du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Und genau so ist es, meine Lieben, denn so sagt es das Wort Gottes. Es gibt jetzt nun viele weitere Texte, die wir in der Bibel finden, die Gerechtigkeit und Glauben miteinander verknüpfen, so dass wir erkennen dürfen, dass dieses Thema Gerechtigkeit aus Glauben, wie schon gesagt, ein zentrales Thema darstellt. Aber. Schaut mal, wenn wir über dieses Thema nachdenken, dann kommt uns Luther in den Sinn, der, als er die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt, erkannte. Und deswegen, weil viele Menschen diese Begebenheit kennen, wollen wir einen ganz kurzen Blick darauf werfen, wie es Luther denn dabei ging. Ähm, denn Luther ist ja derjenige, der die Reformation einleitete und. Luther hatte ja gesehen, nachdem er anfing, die Bibel selbst zu lesen, dass er durch seine Werke eben nicht gnädig, Gott nicht gnädig stimmen konnte. Er hatte ja versucht, durch eigene Kraft, durch eigene Anstrengung Gott zu gefallen und musste erkennen, dass er scheiterte. Denn Gott ist nicht dieser strafende, zornige Gott, welcher durch die Werke der Menschen besänftigt werden soll. Gott ist die Liebe. Er ist gnädig, ohne unser Zutun. Und auch wenn wir Ungutes tun, Gott bleibt immer in dieser Liebe. Er, es ist Kraft in ihm, permanente, lebenserhaltende, lebensbejahende Kraft, denn er ist das Leben. Und er möchte, dass wir das erkennen, dass wir ohne ihn nichts tun können. Jesus sagt ja selbst in Johannes 5, Vers 15, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und die Menschen zur Zeit Luther erkannten selbst, dass es eigentlich schwierig ist, Gottes Willen zu tun. Und sie erkannten, dass sie Gottes Gerechtigkeit aus sich selbst heraus nicht erlangen konnten. Und deswegen konnten ja diese Ablassbriefe damals so eine Beliebtheit erlangen. Man kaufte sich so einen Brief und die Strafe für die Sünde wurde einem erlassen. Manch einer konnte sogar im Vorfeld einen Ablassbrief erwerben, bevor er eine vorgenommene Sünde tätigte. Wir sehen also, wie absurd dieses System war, welches aus der Überzeugung herrührte, man könne Gottes Gunst irgendwie erwerben bzw. erkaufen. Und auch heute gibt es diese Form der Ablassbriefe, zwar etwas umgewandelt, also nicht ganz in dieser ähm, ähm, Form. Aber wer möchte, kann sich da ja gerne auch ein bisschen einlesen, was für Gedanken hierüber die katholische Kirche hat. Das ist wirklich sehr interessant. Aber lass uns besser hier darauf schauen, was die Bibel dazu sagt. Und zwar, wenn wir über Gott nachdenken und unsere Gedanken auf die Strafe Gottes ja fixieren, und die Bibel spricht ja von Strafe verknüpft mit Sünde, also es ist schon ein Thema, was ja in der Bibel vorkommt. Aber wenn wir unsere Gedanken nur darauf fixieren und uns damit permanent beschäftigen, wie man dieser Strafe entkommen kann, dann haben wir das Ziel des Evangeliums nicht verstanden. Unser Gottesbild ist damit völlig entstellt, verzerrt, denn Gott will ja, dass wir ihn selbst erkennen, nicht die Strafe, auch nicht. Sondern die Belohnung, die er hat. Weil in der Belohnung drin ist ja er selber enthalten. Das ist ja ein Leben mit ihm. Deswegen müssen wir uns auf ihn völlig konzentrieren. Und wie wir schon gesagt haben, in seinem Wort, das Wort ist ja auch er selber, wie Johannes Kapitel 1 zum Beispiel sagt. Und in seinem Wort und durch sein Wort erhalten wir die Kraft. Aber schlagen wir einen weiteren Text auf: Johannes 17, Vers 3. Darin heißt es, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also ihr seht, das wahre Leben und das ewige Leben ist nicht, äh, dass wir, wie gesagt, versuchen, die Strafe zu vermeiden, sondern dass wir Gott erkennen. Und darin liegt ja auch das Geheimnis Gottes und der ganzen Bibel. Und das ist die frohe Botschaft. Klar, die Bibel sagt natürlich deutlich, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. In Römer 6, Vers 23 lesen wir das. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber im selben Atemzug, im selben Vers sagt uns die Heilige Schrift, dazu müssen wir den Vers weiterlesen, die Gnadengabe Gottes aber bedeutet ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir lesen, Gott ist gnädig und er schenkt uns seine Gnade. Und diese Gnadengabe, die hier erwähnt wird, ist das ewige Leben. Wenn wir also in der Bibel immer wieder lesen, der Gerechte wird aus Glauben leben, so verstehen wir, dass durch den Glauben an Gott wir seine Gnade erhalten, die ewiges Leben bedeutet. Und nicht Luther allein hatte dies erkannt. Im 16. Jahrhundert gab es nämlich auch einen Mann, der vor Luther bereits lebte und vor Luther schon ganz wichtige äh, Sätze dazu geschrieben hat. Und dieser Mann hieß Fabier oder Fabé und er lebte in Frankreich, er war Franzose. Und wir lesen aus dem großen Kampf von Ellen White auf der Seite 212 bis 213 folgendes. Hört gut zu. Was dieser Mann vor der Reformation schon allein durch Nachdenken über Gott und durch das Studium der Bibel erkannte. Das war 1512, als Faber schrieb Gott allein gibt uns die Gerechtigkeit durch den Glauben. Rechtfertigt uns allein durch seine Gnade zum ewigen Leben. Sich in das Geheimnis der Erlösung vertiefend er aus: O wunderbarer Austausch! Die Unschuld wird verurteilt, der Schuldige freigesprochen. Der Gesegnete verflucht, der Verfluchte gesegnet. Das Leben stirbt und der Tote erhält das Leben und die Ehre ist mit Schmach bedeckt, aber der Geschmähte wird geehrt. Genau dies, was Faber hier beschreibt, wurde durch Golgatha und auch auf Golgatha Wirklichkeit. Und während er lehrte, dass die Ehre der Erlösung nur Gott zukomme, erklärte er auch, dass die Pflicht des Gehorsams dem Menschen obliege. Bist du der Kirche Christi angehörig, sagte er, so bist du ein Glied am Leibe Christi und als solches mit Göttlichkeit erfüllt. Wenn die Menschen dieses Vorrecht begriffen, so würden sie sich rein, keusch und heilig halten. Alle Ehre dieser Welt für eine Schmach achten im Vergleich zu der inneren Herrlichkeit, welche den fleischlichen Augen verborgen ist. Christus, unser Gott, unser Schöpfer, hat sich selbst um das Problem der Sünde gekümmert. Und dies gab er uns als Versprechen bereits in den ersten Seiten der Bibel. Die Macht zur Sünde wird gebrochen durch Jesus und das war der Bund, das Versprechen, das Gott der Menschheit sofort nach dem ersten Sündenfall gab, damit sie sicher sein konnten, dass es sich lohnt, weiterzumachen, weiterzuleben, weiterzuglauben. Schaut mal, der ewige Bund, wenn wir von dem ewigen Bund sprechen, ist genau dieser Bund, worum es um die Erlösung unserer Sünde geht. Denn darauf kommt es an, ihr Lieben, das zu verstehen darüber nachzudenken, das zu verinnerlichen und das im Glauben anzunehmen. Nach dem Sündenfall sprach ja Gott zu der Schlange, das heißt zu Satan, welcher der Verursacher der Sünde ist. Schlag bitte dazu auf 1. Mose 3 Vers 15, damit wir diesen Text gemeinsam lesen. 1. Mose 3 Vers 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Dies ist der erste Bund, der Bund der Gnade, der bereits in Eden geschlossen wurde. Jesus hatte der Schlange, dem Ursprung des Bösen, das ist Satan, das wissen wir, auf Golgatha ja dann später, was ja Schädel bedeutet Golgatha hatte der Schlange den Kopf zertreten und mit dieser Verheißung und mit völliger Gewissheit, dass sich Gott um die Sünde kümmern wird, hatten die Menschen bis zum Tode Jesu und seiner Auferstehung diese feste Zuversicht, dass sich Gott um ihre Übertretungen kümmern wird. Es ist Gottes Angebot, den Menschen zu vergeben und gleichzeitig ihm Hilfestellung zu geben, um gehorsam zu sein. Und dies durch Glauben, denn Jesus starb ja erst viel, viel später am Kreuz. Wer also glaubte, konnte bereits damals, schon vor Jesu Opfertod, das ewige Leben, das Versprechen auf Erlösung in Anspruch nehmen. Und dieser Bund zieht sich ja durch die ganze Bibel hindurch und wird oft wiederholt, wie auch Abraham die Verheißung erhielt, dass durch seinen Samen alle Völker gesegnet werden. Abraham vertraute auf die Vergebung seiner Sünden. Das war sein Glaube. Und deswegen lesen wir hier auch in 1. Mose 15, Vers 6. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete ihm als Gerechtigkeit an. Es geht hier um die Vergebung seiner Sünden. Und das wusste er. Weil er kannte Gott. Er hatte ihn erkannt. Die Verheißung, also das Versprechen oder der Bund, den Gott Adam schenkte bzw. ihm anrechnete und welchen er mit Abraham erneuerte, sollte noch besiegelt werden. Und das geschah dann am Kreuz. Und deswegen wird dieser Bund nach dem Opfertod Jesu auch als neuer Bund bezeichnet. Das Neue daran war nicht der Inhalt des Bundes sondern dass er nun durch Gott bestätigt wurde und der Beweis erbracht wurde, dass Gott seine Versprechen hält. Er wurde durch die Werke Jesu vollendet, durch das Werk Jesu vollkommen gemacht. Doch wer auch schon zur Zeit Abrahams, Mose oder Daniels lebte, der konnte alle Segnungen Gottes bereits vor dem Tod Jesu in Anspruch nehmen. Durch den Glauben und die Grundlage dieses Bundes, war das Gesetz Gottes? Daran hat sich ja auch bis heute nichts geändert. Das heißt, dass es eine Übereinkunft gab und diese existiert weiterhin zwischen Gott und den Menschen, dass jeder, der diesem Versprechen Gottes glaubt, befähigt wird, Gottes Gesetz zu gehorchen. Der Mensch wird ja mit dem Willen Gottes in Einklang gebracht durch den Glauben, durch Jesu Opfer und den Glauben an ihn. Deswegen, ihr Lieben, ist es so wichtig, dass wir uns täglich mit dem beschäftigen, was auf Golgatha geschehen ist, damit wir erkennen, was für ein großes Opfer notwendig war, um uns zu erlösen. Der König aller Könige hing für uns am Kreuz. Es könnte nicht für die Rettung einer Menschenseele etwas anderes hingegeben werden, als genau dieses kostbare Blut Jesu, das unschuldige Lamm, das für unsere Sünden gestorben ist. Gott musste selbst das Problem der Sünde in die Hand nehmen, um der Menschheit seine vollkommene Liebe zu beweisen, die einzig und allein rein ist. Und allein diese Liebe Gottes, diese Liebe des Schöpfers des Universums ist allein imstande, unser Herz anzurühren und zu erweichen und kann unseren Charakter veredeln und unser ganzes Wesen umgestalten. Durch sein Opfer, durch seine Handlung, dadurch, dass er sich den Menschen hingab und die Strafe auf sich nahm, ohne jemals selbst gesündigt zu haben, dadurch können wir wieder durch Gott in sein Ebenbild verwandelt werden. Und genau in Gewissheit dieser Liebe sollen wir uns von Gottes Geist versiegeln lassen. Alles, was wir dafür tun müssen, ist, Gott zu vertrauen. Das heißt, ihm glauben. Lasst uns hiervon ganz erfüllt sein, damit wir Gottes Vergebung erhalten. Und auch heute möchte Gott uns zeigen und klar machen, dass durch seine Liebe alles überwunden werden kann. Es ist so, wie wir im folgenden Zitat lesen können: Ellen White schreibt in ihrem Buch Auf den Fußspuren des großen Arztes auf Seite 434. Folgendes. Durch die Sünde ist unser Zustand ein unnatürlicher und die Macht, welche uns wiederherstellt, muss übernatürlich sein, sonst hat sie keinen Wert. Nur eine Macht kann die Bande lösen, welche das Böse um das menschliche Herz geschlungen hat, und zwar die Macht Gottes in, Gott, in Jesus Christus. Nur durch das Blut des gekreuzigten werden wir von unseren Sünden rein. Seine Gnade allein kann uns in den Stand setzen, den Neigungen unserer gefallenen Natur zu widerstehen und sie zu unterdrücken. Und wir haben ja gerade gelesen, dass es eine Bande gibt, die sich um uns geschlungen hat. Eine Bindung, etwas, das uns festhält und mit der Sünde verbindet. Und deswegen müssen wir uns ja mit Jesus verbinden. Der Bund also, sein Versprechen für die Erlösung bindet uns wieder zurück zu ihm. Wir gehen einen Ehebund mit ihm ein, wie das so oft in der Bibel beschrieben wird. Wir kommen Jesus ganz, ganz nah und beginnen in Beziehung zu ihm zu leben. Das können wir allerdings nur tun, weil wir um seiner Liebe wissen, die sich auf Golgatha am sichtbarsten zeigte. So wie Jesus es uns vormachte, indem er sich uns ganz und völlig hingab, so sollen wir uns nun ihm hingeben. Dazu ist natürliche Reue und Demut nötig. Und wir lesen ein weiteres Zitat von Ellen White aus dem Leben Jesu. Und dieses finden wir auf Seite 289. Und darin stehen folgende kostbare Worte: Das stolze Herz strebt danach, das Heil zu erwerben. Unser Anrecht jedoch auf den Himmel und unsere Tauglichkeit dafür liegen in der Gerechtigkeit Christi. Der Herr kann zur Erneuerung der Menschen nichts tun, bis der Mensch, überzeugt von seiner Schwäche und frei von aller Überheblichkeit, sich ganz der Herrschaft Gottes übergibt. Erst dann kann er die Gabe empfangen, die Gott ihm schenken will. Der Seele mit einem solchen Bedürfnis wird nichts vorenthalten. Sie hat ungehinderten Zutritt zu jenem, in dem alle Fülle wohnt. Denn so spricht der hohe und erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf das ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Dieses letzte Zitat war ja aus, war aus Jesaja 57, Vers 15. Da könnt ihr das nochmal nachlesen. Hierin, aus dem, was wir gelesen haben, zeigt sich ja, mit welcher Haltung wir zu Gott kommen sollen. Wenn wir demütig sind und unsere Seele und unsere Schwachheit anerkennen, so wird Gott uns alle Bedürfnisse erfüllen, die wir brauchen um uns wieder in sein Ebenbild zu verwandeln. Und an dieser Stelle wäre es mal gut, auch die Begriffe zugerechnete und verliehene Gerechtigkeit zu betrachten, die ja in der Lektion zum Bundesglauben enthalten sind. Schauen wir uns zunächst die zugerechnete Gerechtigkeit an und lasst uns verstehen, was sie bedeutet. Also fangen wir mit der zugerechneten Gerechtigkeit an. Wir wollen ja alle Anteil erhalten an der göttlichen Natur. Das ist so unser Bedürfnis als ein als Gläubige. Und durch Jesu Gerechtigkeit, die uns zugerechnet wird, gelingt das. Jesus kam auf diese Welt, um uns zu zeigen, dass er keine einzige Sünde ja in sich trägt. In Johannes 8, Vers 46 lesen wir das. Da fragt Jesus, kann mir einer von euch auch nur eine einzige Sünde nachweisen? Nicht eine. Er kam hierher, um das Gesetz Gottes als Mensch und aber nicht als Gott auszuleben. Und er wollte den Menschen dadurch zeigen, dass es möglich ist, dass es für jeden gilt und dass das Gesetz Gottes als Mensch in dieser Welt zu halten. Und als er sein an sein Lebensende kam, ohne eine einzige Sünde getan oder auch nur gedacht zu haben, gibt er seinen Leib hin als das Sündlös Sünd sündlose Opfer und er tut das für mich und für dich und für alle Menschen, die je auf dieser Welt gelebt haben. Jesus gibt durch sein Leben Zeugnis darüber, dass das Gesetz Gottes gehalten werden kann, indem man permanent die Beziehung zu Gott aufrechterhält. Und mit dieser Sündlosigkeit, durch sein frei eben von Sünde gelebtes Leben, stirbt er am Kreuz für uns und gibt sich selbst als Opferlamm hin das der Welt Sünde trägt. Seine Gerechtigkeit kann ich nun in Anspruch nehmen, wenn ich eines Tages vor dem großen Richter stehe. Indem Jesus sich selbst als Opfer hingibt, nimmt er alle Sünden des Menschen, jedes Einzelnen auf sich. Der Mensch ist nun frei von der Verdammung, frei von dem Gesetz, das uns eigentlich für schuldig ersprechen müsste, denn ein jeder von uns hat gesündigt, doch die Strafe hat er. Ja, schon bereits für uns bezahlt. Und genau dieser Akt Jesu, dass er sich opfert an unserer Stadt, das bezeichnen wir als zugerechnete Gerechtigkeit. Wir haben nichts dazu beigetragen, um sündenfrei zu sein, aber uns wird Jesu Gerechtigkeit zugerechnet. Und nun haben wir die Fahrkarte erhalten für den Himmel. Jesus Christus hat sie bezahlt und sie uns geschenkt. Es ist das Lösegeld, das die zugerechnete Gerechtigkeit bezeichnet. Und wie wir schon gesagt haben, das allein geschieht durch den Glauben, so wie Abraham Gott glaubte. Genauso. Und auch diese Tatsache hier heißt Rechtfertigung. In dem Buch Glaube und Werke auf Seite 110 wird Rechtfertigung und ihre Bedeutung so beschrieben. Die Gerechtigkeit Christi macht den reuigen Sünder für Gott annehmbar und bewirkt seine Rechtfertigung. Wie sündig auch sein Leben gewesen sein mag, wenn er an Jesus als seinen persönlichen Erlöser glaubt, steht er vor Gott im fleckenlosen Kleid der zugerechneten Gerechtigkeit Christi. Und weil Jesus die Schuld auf sich nahm und für uns gestorben ist, weil er nun das Lamm Gottes ist, können wir durch den Glauben uns die Verdienste Christi zu eigen machen. Das ist die Grundlage aller Bundesschlüsse, die wir aus dem Evangelium erfahren. Und das ist das Evangelium, das ist mit der frohen Botschaft gemeint und dies ist auch der Bundesglaube, der Glaube, den wir brauchen, um erlöst zu sein. Aber dann geht es weiter. Das Leben endet ja hier nicht. Wie sollen wir nun weiterleben, wenn uns wenn wir erkannt haben, dass diese Gerechtigkeit Jesus sein sein Blut, sein Tod uns zugerechnet wird. Von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht, soll der Mensch leben. Ja so sollen wir weiterleben. Das steht in Matthäus 4 Vers4 Und ähm, hier müssen wir nun verstehen, was die verliehene Gerechtigkeit bedeutet. Die verlierende Gerechtigkeit ist die Erziehungsarbeit, die Gott an uns anwendet, damit er uns in sein Ebenbild umformen kann. Es ist die Heiligung. Das ist ein prozesshaftes Werk, das an uns geschieht. Wir haben ja vorhin gelesen von Glauben zu Glauben. Und genau deswegen können wir auch im Buch Erziehung auf Seite 116 folgendes lesen: Geist und Seele werden durch das geformt, womit sie sich nähren. An uns ist es zu entscheiden, welche Nahrung sie erhalten sollen. Es liegt in der Macht jedes Einzelnen, die Gegenstände zu wählen, die das Denken beschäftigen und den Charakter formen sollen. Gott bezeugt einem jeglichen Menschen, der Zugang zur Schrift hat, dass er ihm viel tausend Gebote seines Gesetzes schreibe. Und weiter lesen wir. Und das finden wir in Hesekiel 8, Vers 12. Rufe mich an, oder Jeremia 33, Vers 3. Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir anzeigen große und gewaltige Dinge, die du nicht weißt. Diese großen und gewaltigen Dinge sind die Charakterveränderung, die Gott an uns vollbringt. Es gibt kein größeres, kein schwierigeres Werk als dieses. Gott allein ist imstande, uns umzuformen. Und diese Gerechtigkeit, durch die wir gerechtfertigt werden, ist ja zugerechnet, ja? Die Gerechtigkeit, durch die wir geheiligt werden, ist verliehen. Die erste ist unser Anrecht auf den Himmel und die zweite unsere Eignung für den Himmel. Steht es hier weiter in dem Werk Glaube und Werke auf Seite 105 und damit ist eigentlich alles ganz schön zusammengefasst. Wisst ihr wenn wir weiterhin sündigen würden, wäre ja sein Opfer dieser Tod Jesu für uns umsonst. Es hätte keine Wirkung, denn das Ziel ist ja, ein Leben ohne Sünde zu leben. Genauso wie Jesus. Durch die zugerechnete Gerechtigkeit Christi werden wir in die Lage versetzt, das Gesetz Gottes zu halten. Und die zugerechnete Gerechtigkeit schenkt uns einen neuen Anfang mit Gott. So müssen wir uns das vorstellen. Die zugerechnete Gerechtigkeit bedeutet auch, dass wir nun wiedergeboren werden und das Leben, ein neues Leben in Jesus steht uns bevor. Das ist der entscheidende Wendepunkt in unserem Leben und wir können nun in einem neuen Kleid, das Kleid, unser neues Leben weiter beschreiten mit der Gewissheit, dass Jesus uns angenommen hat. Dank sei Gott, können wir dazu nur sagen. Ja, die zugerechnete Gerechtigkeit ist gleichzeitig auch die Gewissheit, dass wir erlöst sind von unseren Sünden. Und wenn wir das glauben, werden wir durch diesen Glauben befähigt, Gott gegenüber loyal zu sein. Wir nehmen Jesus als den persönlichen Heiland an und es geht. Hier ja darum, wie wir Sünde überwinden können. Und das ist das wichtigste Thema überhaupt. Denn nur durch den Glauben an Jesus können wir Anteil an der göttlichen Natur erhalten. Und das bedeutet, dass wir unser Leben nach den Geboten Gottes leben. Und dies gelingt nur dadurch, dass Gott uns Gerechtigkeit verleiht, indem er permanent an uns wirkt. Also auch das ist eine Gabe Gottes. Jesu Gerechtigkeit, die wir durch den Glauben an ihn empfangen, Befähigt uns, oder wir könnten sagen, verleiht uns seine Gerechtigkeit. Das heißt also, das ist die direkte Folge der zugerechneten Gerechtigkeit. Beides gehört zusammen, aber es ist wichtig, dass wir diese beiden Begriffe verstehen und erkennen, damit wir auch erkennen, was Gottes Anteil am Erlösungswerk ist, aber was auch unser Anteil an dem Erlösungswerk ist. Wenn wir Jesu so Opfer angenommen haben, dann sind wir ja zunächst sündenfrei. Und das ist wunderbar. Doch hier hört das Leben eben nicht auf, wie wir bereits schon gesagt haben. Und es fängt ein neuer Alltag mit dem Gesetz Gottes in unserem Herzen an. Und Gott muss dieses Gesetz auf unsere Herzenstafeln schreiben, immer wieder und immer fester. In einem Zitat von Charles Spurgeon heißt es: Der Glaube Abrahams führte Karawanen von Kamelen und Herden von Schafen aus Hara nach Kana an. Sein Glaube ist ein praktischer, aktiver, lebendiger Werktags- und Alltagsglaube. Ich sage es einmal deutlich: Wir brauchen einen Brot- und Butterglauben. Einen Glauben, der davon überzeugt ist, dass der Gott, der die Raben füttert, uns unser tägliches Brot schicken wird. Einen Glauben, der nicht im Reich der Fantasie lebt. Wir finden dieses Zitat in Charles Spurgeon, in seinen Schriften Hirken and Look, in Spurgeons Expository Encyclopedia Band 1 bis 2, Grand Rapids, Michigan, aus Michigan, 1996 veröffentlicht auf Seite 43 und 48. Also wir dürfen nicht vergessen auch, dass wir durch den Glauben Christi zu seinem Eigentum werden. Unser Glaube ist ein Akt der aus Nehmen und Geben besteht. Er ist nicht einseitig. Gott arbeitet an uns und wir arbeiten mit Gott gemeinsam. Lasst uns ein weiteres Zitat lesen. Und zwar ähm, aus dem wunderbaren Büchlein, was ich jedem empfehle, weil da wird auch diese Thematik... Der Erlösung sehr genau nochmal beschrieben. Also man könnte das ganze Buch nochmals lesen, aber hier steht zum Beispiel auf Seite 74 bis 75 folgendes. Durch diesen Glauben bist du ja Christi Eigentum geworden und so wirst du auch in ihm wachsen im Geben und Nehmen. Alles musst du geben, dein Herz, deinen Willen, deinen Dienst, dein Ich, um in Zukunft seinem Willen zu gehorchen. Du musst aber auch alles nehmen. Christus als den Ursprung des Segens, damit er in deinem Herzen wohne. Denn er ist deine Stärke, deine Gerechtigkeit, dein Helfer und die Quelle, aus der du die Kraft zum Gehorsam schöpfst. Wenn du in Christus bleiben willst, dann vertraue dich ihm jeden Tag neu und bete. Nimm mich, o oh Herr, ganz als dein Eigentum. All meine Pläne lege ich in deine Hände. Lass mich wissen, was ich heute für dich tun kann. Bleibe in mir und gib mir die Kraft, die ich an diesem Tag brauche. Lass alles, was ich tue, Bestand haben vor dir. Ja, genau so sollen wir es tun und mit dieser Haltung an Gottes Thron herantreten. Aber lasst uns jetzt einen weiteren Aspekt unserer Lektion betrachten und zwar einen Vers der in 3. Mose 7, Vers 18 steht. Hier in diesem Vers aus dem Alten Testament geht es um das Opfern und ich möchte euch den Vers vorher vorlesen. 3. Mose 7, Vers 18 schlagt bitte dazu auf. Und wenn vom Fleisch seines Heilsopfers am dritten Tag noch irgendetwas gegessen wird, dann wird es nicht mehr als wohlgefällig betrachtet werden. Wer es dargebracht hat, dem wird es nicht angerechnet werden. Unreines wird es sein und die Person, die davon ist, wird ihre Sündenschuld tragen. Dieses Heilsopfer oder Friedensopfer auch genannt, was hier an dieser Stelle ein Gelübde darstellt, welches der Opfernde vor dem Herrn ablegte, zum Beispiel aus Dank oder weil er sich etwas erhoffte, dieses Opfer des Alten Testaments, kann man auch als Verkörperung von Gebeten betrachten, die den Glauben und die Werke miteinander ja verbanden? Die Beziehung zu Gott wurde dadurch ausgedrückt und dass man seine Abhängigkeit von Gott erkannte. Diese Dankopfer nun des Alten Testaments waren Opfer, die man in Gemeinschaft zu sich nahm. Also die Priester kamen zusammen mit den Opfernden und seiner Familie. Und alle durften davon essen. Ihr wisst, es gab ja auch Opfer, wo zum Beispiel nur der Priester essen durfte, aber das war so ein, so ein Gemeinschaftsmahl. Und es musste innerhalb von drei Tagen gegessen sein. Das heißt, am dritten Tag durfte nichts davon übrig bleiben, sonst war es nicht erlaubt, dies dem Opfernden anzurechnen. Und der Mensch steht nun durch dieses Opfer und dadurch, dass diese Zeremonie auch eingehalten wurde, so wie das Gesetz es vorschreibt, dieses Opfer wurde nun dem Menschen zur zu seiner Gerechtigkeit hinzugerechnet. Also hier haben wir nochmal diesen Aspekt der zugerechneten Gerechtigkeit. Ähm, der Mensch steht gerecht vor Gott. Und er erscheint vor den Augen Gottes so, aber das lag nicht an der Opferung. Dass die Gerechtigkeit hinzugerechnet wurde, sondern daran, dass Gott den Menschen diese Gerechtigkeit im Glauben schenkte. Und der Mensch aus diesem Glauben heraus und aus dieser Freude darüber nun dem Herrn das Opfer schenkt. Also, wenn wir den Text so lesen könnten, wir meinen, man musste dies tun und so war man gerecht. Und dann, wenn man aber wiederum darin verfällt, verfällt so zu denken, ist man wieder in dem, wo wir ja am Anfangspunkt waren, dass man meint, man könnte durch eigene Werke gerechtfertigt werden. Aber das ist hier nicht so und das ist an keiner Stelle der Bibel so gemeint. Wir können hier, daraus nämlich folgendes lernen, dass Gott uns gerecht macht und es eine Gabe ist, aber wir müssen uns zu diesem Geschenk bekennen. Und das ist hier mit diesem Gelübde gemeint. Es, und auch damit gemeint, dass der Opfer es öffentlich eben bekannte. Er musste ja diese Gnadengabe von Gott annehmen, er musste sein Gelübde auch einhalten, damit es wirksam war in seinem Leben und es auch tatsächlich angerechnet werden konnte. Also ihr seht, welchen Stellen wir die Werke hier haben. Ohne Werke geht es nicht, aber nicht aus den Werken heraus, sondern die Werke sind eben der Ausdruck des Glaubens. Alles in allem war dieser Akt des Opferns ein Freudenfest, bei dem der Priester mit dem Volk beisammen saß, bei einem Tisch des Herrn. Und es ist wichtig, hier noch einmal den Aspekt des Gelübdes zu betrachten, denn wir wissen ja, auf Gott ist Verlass. Das wissen wir. Doch wie ist es mit uns? Kann Gott ein Mensch oder ein Mensch sich auf uns verlassen? In Lukas 18, Vers 8 fragt Gott, Jesus fragt da, doch wie, doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? Wenn wir etwas versprechen, dann ist es ebenso wichtig, dass Menschen und Gott sich auf uns verlassen können. Es ist enorm wichtig, dass jeder zu seinem Wort steht. Und ein Gelübde ist bindend. Das Gelübde wurde ja mit diesem öffentlichen Dankopfer abgeschlossen. Und genauso muss auch die Welt heute ganz offensichtlich erkennen, dass in dieser glaubenslosen Zeit Gott ein Volk hat, das festhält an seinem Glauben. Wenn wir uns zu Gott bekennen, ist es unsere Pflicht, für das eigene Wort und für das Wort Gottes einzustehen, damit Gottes Kinder offenbar werden. Römer 8 Vers 19 sagt uns dies. Diese Offenbarung wird ja am Ende dieser Weltzeit ein Volk sichtbar machen, welches das Siegel Gottes hat, das seine Gebote hält und den Glauben an Jesus besitzt, wie es in Offenbarung 14 Vers 12 beschrieben ist und wir lesen das. Das ist ein wichtiger Vers hier steht nämlich: Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Es ist interessant, nicht wahr, dass hier am Ende der dritten Engelsbotschaft ein Dankopfer oder Friedensopfer Gott dargebracht wird und hier mit dem eigenen Ich, mit unserem eigenen Leben. Denn das Volk Gottes erscheint hier als zuverlässig. Es hat darin aus, dem Willen Gottes zu folgen und genau dies ist das Volk, das dann in seine Ruhe einkehren wird. Und das drückt sich in dieser Freude aus, die jeder wahre Christ ausstrahlen sollte und die im Alten Testament als Dank- oder Friedensopfer gefeiert wurde. Denn wir können jetzt schon im Glauben dankbar und fröhlich sein, erlöst zu sein durch Jesu Blut. Und auch der Text in Offenbarung 14. Drückt sich in der Freude aus, wenn wir weiterlesen. Lass uns schauen, was in Offenbarung 14, Vers 13 steht. Da steht, glückselig sind die Toten, die von jetzt an im Herrn sterben. Wir haben allen Grund zur Freude. Auf Gott und seinen Verheißungen vertrauen bedeutet Glauben. Und wenn wir an Gott glauben und ihm vertrauen, so leben wir von einem jeglichen Wort Gottes, das aus einem Munde geht. Das bedeutet heilig sein und geheiligt werden. Und wenn wir den Willen unseres Vaters im Himmel tun und ihm in jeglicher Lebenslage vertrauen, ob sie uns als Finsternis erscheint oder als angenehm, so bedeutet das, dass wir im Glauben wandeln. Wenn unser Vertrauen auf ihn bedingungslos und unerschütterlich ist, so ruhen wir in seiner Liebe. Das ist mit dem Bundesglauben gemeint, dem Thema unserer Lektion. Und ich möchte euch zum Schluss dieser Betrachtung noch ein Zitat von Ellen White mit auf den Weg geben, das sehr schön und bildlich beschreibt, was den Anteil Gottes und was unser Mitwirken an der Erlösung ist. Das Zitat ist aus dem Buch Erweckung, was dann entnommen und das lesen wir auf Seite 43. Hier haben wir, ist uns das Gebild der zwei Ruder gegeben. Und sie schreibt das so. Erweisen wir uns in unserem Teil als treue Mitarbeiter Gottes, dann wird er uns Freude an der Erfüllung seines Willens schenken. Er kann jedoch nicht durch uns wirken, wenn wir träge sind. Wollen wir das ewige Leben ererben, dann gilt es, schwer zu arbeiten. Lasst uns auf der Hut sein vor der Behauptung, du brauchst nichts anderes zu tun, als zu glauben. Glaube und Werke sind wie zwei Ruder, die man gleichmäßig und gleichzeitig einsetzen muss, um gegen den Strom des Unglaubens voranzukommen. Der Glaube, wenn er keine Werke hat, ist er tot in sich selber. Jakobus 2, Vers 17, da hatten wir das ja bereits gelesen. Und weiter schreibt sie: Der Christ ist ein denkender und handelnder Mensch. Sein Glaube wurzelt fest. In Christus, durch Glaube und gute Werke, bleibt sein Geist lebendig und gesund. Während er danach strebt, die Werke Gottes zu wirken, wachsen seine geistigen Fähigkeiten. Und in diesem Sinne möchte ich mich von euch verabschieden und wünsche euch viel Freude in all eurem Tun, nicht nur im Studium seines Wortes, sondern auch im Tun seines Wortes. Gottes Segen euch, ihr Lieben. Lasst uns zum Schluss noch gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir haben durch das Studium dieses Themas erkannt, wie wichtig es ist, uns zu verinnerlichen, was du für uns getan hast, aber was du für uns tagtäglich tust und worin wir jedoch auch eine Pflicht dir gegenüber haben müssen. Denn auch wir sollen Dinge und Werke tun, die dich preisen, die dich loben, die dich sichtbar werden lassen vor vor dem ganzen Universum, vor den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Denn nur so, Herr, bist du verherrlicht auch auf dieser Welt. Du hast uns als deine Mitarbeiter gewählt und sagst, dass wir fleißige Arbeiter sein sollen für deinen Weinberg. So bitte, Herr. Segne uns mit deinem Heiligen Geist. Gib uns diese Kraft, die wir dazu brauchen, um daran zu arbeiten, daran zu wirken, damit auch andere Menschen sehen, wie gut du bist, damit wir auch anderen Menschen das Evangelium verkündigen können. Mache uns vollkommen, Herr, in deinem Sinne und lass uns daran glauben, dass wir durch die Erlösung des Blutes deines Sohnes all diese Vollkommenheit bereits erhalten haben. Denn nur wenn dein Geist in uns lebt, so können wir uns mit dir vollständig verbinden und alles bereits jetzt hier in diesem Leben auf dieser Erde schon in Anspruch nehmen. All diese Vollkommenheit, die du uns versprochen hast. Wir danken dir, Herr, dass du ewig mit uns leben willst und dass du in uns so viel Vertrauen schenkst. Wie viel mehr, Herr, müssen wir dir vertrauen. Denn du allein bist treu. Du bist der Weg, du bist die Wahrheit und das Leben. Und wir danken dir dafür, dass du uns so sehr liebst. Amen.